Tür. So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. So, müssen wir mal gucken. So, ich habe ja hier beim letzten Mal Sophia Franklin. Mal gucken, wo die Alte ist. Knapp 1000 Meter hier. Was haben wir hier? Ausrüstungsplätze sind voll. Verkauf überschüssige Ausrüstung. Das kriegen wir noch bestimmt hin. Ich muss eh erstmal gucken. Wie die Steuerung wieder ist. Aber Hogsfeld ist jetzt sicherer. Und dafür danke ich vielmals. Das ist doch schön. So. Ich hoffe, man kann irgendwann mal einen besseren Dienstbus kriegen. Ich danke für Ihren Besuch. Lass mich mal ganz kurz überlegen, bevor ich jetzt hier großartig rumeier. Ich glaube, ich will nochmal nach Hogwarts. In den Raum der Wünsche. Dick? Ah, Dick ist so froh, Sie zu sehen. Dick ist neulich dieser Sack im Raum aufgefallen. Sie brauchen ihn sicher für Ihre Schulaufgaben. Dick hat sowas schon mal gesehen. Dick nennt es einen Schnappsack. Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Oh, okay. Ah, angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howen im Tierwesenunterricht gesagt hat. Dass ich in meiner Freizeit möglichst viele Wesen studieren sollte. Sie meinte auch, dass es hier Wilderer gibt. Wenn ich so drüber nachdenke, sind die Tierwesen vielleicht bei uns besser aufgehoben als allein hier draußen. Denselben Gedanken hatte Dick auch. Sehen Sie, der Raum wusste genau, was Sie brauchen. Und zum Glück kann Ihnen Dick zeigen, wie und wo man den Schnappsack am besten nutzt. Na dann. Kommen Sie mit. Unser erster Halt ist das Burggelände. Wir können jetzt gehen oder Sie wenden sich später an. Ich wollte doch eigentlich nur etwas identifizieren. So, das ist doch schön. Das sieht doch ganz gut aus. Dafür fehlt mir noch die Stufe. Reduziert Schaden durch Spinnen. Nee, das brauche ich jetzt offiziell nicht. Jo. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt. Gut, machen wir das doch. Liebt Ausflüge. Ist doch schön, Geek. Hm? Lass mich raten, ich kann jetzt Tiere jagen. Frage ist eher, macht sich das. Das war eine dunkle Zeit in Deeks Leben. Deek diente dem grausamsten Zauberer, den er je kannte.
Ein schlimmer Wilderer. Deke hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah Deke zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Wollen wir mal Deke folgen? Wir sind da. Deke liebt es, die Wesen hier zu beobachten. Besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn sie sicher sind. Gehen Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Okay. Ah, okay. Die Frage ist, wie kann ich das wechseln? Warte mal. Das lässt doch schön sein. Nur helfen. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und... Nun, Deke weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Deke ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Deke empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht? Na schön. Wo finde ich einen? Deke weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Deke hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Deke wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Okay. Das mit den Tierwesen, das lasse ich jetzt erstmal ein bisschen. Südlich von Hogwarts, um die Daten zu bekommen, die Besenprüfung. Ja gut, da bin ich immer noch nicht so gut, der ätrische Schlüssel. Hä? Kräuterkundeunterricht am Tag besuchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da gerade eben für eine Quest verfolgt habe. Bibliothekenraum. Ja. Zu Professor Garlic. Warum habe ich da jetzt keine Sprache gehört? Das ist ein gefräßiger Kohl. Wie wunderbar, dass wir uns wiedersehen. Wollte schon sagen, der Mantel war ein bisschen interessant. Ich habe meine Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen.
Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen Levioso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Okay. Bei korrekter Ausführung sollten Sie in der Lage sein, Felsen zu heben, als wären es Zweige der Sumpfschafgarbe. Bin jetzt verbessert, das wäre cool. Kann Gegenstände die Schwebeschwerden und bewegen. Oder die Position? Ja, schon klar. Sehr gut. Üben Sie ruhig weiter, Wingardium Leviosa, im Gewächshaus. Ich habe ein paar Kisten in den Nebenraum gestellt. Leviosa! Ein paar Kisten nebendran. So. Wo sind hier die Kisten? Warte mal. Nee, das ist ein extra Zauber, ne? Das ist wieder so ein blauer Zauber. Ah, ärgerlich. So, wo haben wir es denn? Das ist mein Kampfset. Das ist mein Reiseset. Das ist keine Ahnung und das ist Tiere. Gut. Na gut. Das ging aber schneller als gedacht. Webstuhl. Triff Sebastian im Feldcraft. Ja, wollte schon sagen. Dann wollen wir doch mal den guten Sebastian treffen. Da können wir nicht ganz so schnell reisen. Aber noch einen ordentlichen Big Phones. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ich glaube schon. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Was? Ach, Merlins Prüfung. Ja, komm, ist mir egal. Und bei aller Liebe, ich weiß halt nicht, was das soll. Gut, ich könnte jetzt durch den Wald gehen, Sachen sammeln und so ein Kram, okay. Warte mal, wie kann ich denn da noch was Stoff geben? Hat gesessen. Wurde eigentlich nur diesen Mondknüttel da. Warte mal. Kein Zugriff mit Besen oder Reittier. So. Also man kann nicht alles machen. Ich nehme mal hier so die magische Grenze. Du hättest nie herkommen sollen. Ach hier. Ah!
Position. Konstringo! Gut. War vielleicht ein bisschen dämlich. Akio! Konstringo! Ja. Kann man mal machen. Alohomora. Na komm. Ich kann mit gezähmten Tieren nicht. Okay. Jetzt doch nicht mehr im Käfig. Na gut. War ich hier schon? Nee, ne? Aber hier hoch will ich nochmal. Da gibt es noch irgendwelche Lümmel. Revelio. Ach hier. Lass hier. Gefinde. Verbring. Bis auf die Knochen. Ich hoffe. Perfekt. Tag hier. Konfringo. Gefinde. Das hier. Hab ich auch mal. Dann wohl mit deinem Glück. Ich habe dich wohl geschickt. Ein Wilderer weniger in unserer Welt. Wo ist der andere hin? Revelio. Okay. Alohomora. So, machen wir mal hier. Ich weiß nicht, diese Schlösser öffnen finde ich ein bisschen gruselig. Wie wäre es, wenn Sie den Weiche-Zurückfluch erlernen würden? Flipendo, kommen Sie zu mir ins Gewächshaus, sobald Sie die nötigen Aufgaben erledigt haben. Revelio. Weiche-Zurückfluch. Confringo! Ich nehme an, das müssen wir dann irgendwie. Konfringo! Befeuern. Revelio.
Paradox-Ei. So, ich weiß nicht, wie viele es gibt. Oh, welch angenehme Überraschung. Ach hier. Repar. Rivelio. Repar. Rivelio. Das alles? Man muss hier irgendwo in der Nähe sein. Ich weiß aber nicht wo. Rivelio. Oh, so blöd. Na, dann sollen sie mich mal am Arsch lecken. Ganz im Ernst. Suchen ist eine Sache, aber... Find's ja gar nicht. Ich dachte, ich hätte drei gefunden. Und warum... Rivelio. Vibriert mein Controller hier? Vor allem hier. Warum? Ja, komm, ist egal. Warum will der, dass ich hier... Na, okay. Gut, dann auf das Merlin-Rätsel erstmal geschissen. Anbetracht dessen würde ich... Boah, keine Ahnung. Einfach mal... Man wird mit den Aufgaben halt echt von... allen Seiten zugeschissen. Rivelio. Bleib ganz ruhig. Ich werde dir nichts tun. Du willst Vögel jagen, Junge. Ich wollte eigentlich auf dem Besen reiten und nicht nach. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier. Meine Frage ist eher, ob ich da wirklich vielleicht doch lieber zu Fuß lang sollte. Weil man da erstens doch relativ viel findet. Hallo? Hallo? Haben Sie etwas zu verkaufen? Na, sieht doch Hallo. So aus. Ich treffe hier während des Schuljahres nicht oft auf Hogwarts-Schüler. Ich bin Priya Treadwell, zu Ihren Diensten. Ich verkaufe eine Auswahl an Reisebedarf. Sind Sie mit Nora Treadwell verwandt? Aber ja, sie ist meine Frau. Eine geniale Historikerin. Wussten Sie, dass sie Merlins Lebenswerk erforscht? Ich habe sie getroffen und sie hat mich in ihre Arbeit eingeweiht. Ich bin jetzt auch beteiligt. Wie wunderbar. Dann müssen Sie auch ziemlich genial sein. Jedenfalls, ich hoffe, dass Sie an mich denken werden, wann immer Sie einmal Reisebedarf benötigen. War sehr nett, Sie kennenzulernen. Was verkaufen Sie hier? Dann schauen wir mal, ja? Sie werden nicht enttäuscht sein, das verspreche ich. Familienerbstück Besen.
Kampfwerkzeuge. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Die bastel schön, ich selber. Schön, dass Sie mal vorbeikommen. Ja, ein paar Sachen kaufe ich mal. Warum nicht? So, ich muss mich erstmal wieder mit der... Was ist so schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aktuell habe ich ja mir noch Final Fantasy 16 geholt. Und das Spiel ist so geil. Rebellion. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Und ich habe da so Bock drauf. Weiß nicht, Hogwarts hat es irgendwie... So ähnlich wie bei Horizon Zero Dawn. Da haben technische Probleme dafür gesorgt, dass ich keine Lust mehr aufs Spiel hatte. Da war ja das Problem, dass ich, wie heißt's? Dass ich Dingsbums. Ja, bei Horizon Zero Dawn war es ja so, dass das Spiel erst sehr schlecht auf dem PC lief. Lag vielleicht auch an meinem System. Ja, es war halt ein sehr schwacher Prozessor. Aber man muss halt auch gestehen, Hogwarts Legacy lief auch auf meinem neuen System sehr schlecht. Rebellion. Au. Wo hätte ich da theoretisch hingekonnt? Naja, lieber ohne Besen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Landen nicht verfügbar. Oh, ihr gemein. Ihr gemeinen. Warte mal, ich will das mal probieren. Da kommt man doch bestimmt so hoch. Extreme Danger. Hä? Warum hält er sich da nicht fest? Na komm, ist egal. Wen haben wir denn hier? Das muss zu etwas Großem führen. Twiddle, Miss Twiddle. Verzeihung, Madam. Haben Sie gerade etwas gesagt? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Madame Marfia Twiddle freut mich sehr. Schön, Sie kennenzulernen, Madame Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Ich bin Graf Wallner von Hallotri. Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Dorf nachgegrübelt. Er behauptete, es handle sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Ein uraltes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie? Ich ahnte, dass Sie das interessieren würde. Und warten Sie immer, nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle. Mein Mann Grabble meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen, also... Kabumm! Ging in Luft Vielleicht auf. Könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Ich werde einen Blick drauf werfen. Was ist mit dem Mann passiert? Der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels Gedenken. Na dann. Twiddles mysteriöse Statue. Ja, ich sollte nach der Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Yep. Sollten wir. Nein, Schlösserstufe 2. So weit sind wir noch nicht. Also die Welt ist schon ganz schick, ja. Gefällt mir hier. Hallo. Werte Hexe. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. So. Hm.
Nehmen wir mal Malvenkraut und gucken wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ich hab's so, aber es... Contringo! Gibt's da noch irgendwas? Denn da noch? Da oben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum sind die Prüfungen immer so extrem nervig? Ich meine, nicht geschenkt bekommen ist eine Sache, aber... Die Dinger gefühlt... Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? Akio! Confringo! Ich habe nur zwei von denen bekommen. Na gut. Nee. Wo drin umsehen? Wo hat... Ach Mann. Es ist schön, dass er das sagt, aber wenn du es halt nicht findest... Wo drin umsehen? Wirklich nur drei? Da wäre selbst Merlin stolz. Naja. Okay. Haben wir es doch noch gelöst. Weißt du, wo kommt denn diese Lüste, dieses Desinteresse an diesen Rätseln her? Wahrscheinlich, weil ich keine Belohnung kriege. Herausforderung abgeschlossen. Toll. Das war's. Gib mir doch wenigstens irgendwas, was mein Damage erhöht oder sonst was. Revelio. Und wo hast du eben gesagt, dass man sich da drin umsehen soll? Land nicht verfügbar während des Landens. Okay. Schön sein. Och nee, das kannst du vergessen. Wenn die zu weit sind, hörst du halt auf. Ich weiß, ja, jetzt verstehe ich, was der Gnom meinte. Sieht doch irgendwie komisch aus. Ich könnte gerade im Stehen. Hallo? Ach, hier. Contringo! Ach, hier. Ach, hier. Ich werde dich. Contringo! Ach, hier. Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Ernsthaft? Ein bisschen radikal ist er schon. Revelio. Muss man ja gestehen. Ach nein, nicht wieder so ein Ding. Merlins Prüfung, wo dann, was weiß ich, wieder Statuen repariert werden müssen. 1, 2, 3, 4.
Als ob das ausreichen würde. Ja, immerhin. Ist hier sonst irgendwas? Nee, ne? Ich bin halt immer noch ein bisschen im Unklaren, was sie bringen. Die Prüfung von Merlin. Ich weiß es wirklich nicht. Das fühlt sich einfach so leer an. Na, machen wir mal. Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Ja, das sehen wir dann. Revelio. Steht aber auch nichts auf der Karte, ne? Schatzgewölbe. Mindestens mal ein Schatz. Wollte doch schon sagen. Wollte schon sagen. Lumos. Revelio. Lumos. Ja, ein bisschen Licht hier. Revelio. Das war alles? Kleines Schatzgewölbe. Ein bisschen enttäuschend, aber okay. Dann ist das so. Na gut. Ich weiß gar nicht, ob ich mittlerweile zu alt für Let's Plays oder so geworden bin. Ich mache die ja zwar immer noch und auch die Streams. Bei den Streams habe ich immer noch ein bisschen was zu erzählen, aber um ehrlich zu sein, so Let's Plays liegen mir echt nicht mehr. Dafür bin ich einfach nach der Arbeit, nach dem ganzen Kram einfach gefühlt viel zu müde. Und ich habe irgendwie so recht dunkel aus. Das aber Gefühl, das hat mich noch nie aufgehalten. Dass es da irgendwie, ja, keine Ahnung, dass es da Besseres gibt. Ich meine, ich mache es ja auf der einen Seite ganz gerne. Ne? Es ist ja schon ein Hobby, was man durchaus frönt. Aber irgendwie, Schwierig gerade. Weil ich könnte auch ohne leben, ohne Probleme. Das ist die Statue, die Madame Twiddle erwähnt hat. Ich sollte versuchen, alle Vasen zu finden. Ach hier, ich bin ein Hindu. Ich sollte versuchen, alle Statuen zu Vasen zu finden. Na dann, machen wir mal alle platt hier. Ich glaube, es sind nicht mehr viele Vasen. Nicht mach Sachen. Kommst denn da drauf? Komm, trink! Frage ist nur, können die auch außerhalb sein? Nee, ne? Ich nehme auch eher an, dass die eher innerhalb und ganz nah außerhalb von den Mauern sind. Ich habe es gleich geschafft. Nur noch eine Vase. Ja,
Die hat's in sich. Aber warum sagst du jetzt schon wegen den Statuen Vasen irgendwas, wenn ich die Statue erstmal aktivieren soll? Also bestimmt oben überall versteckt. Schaffen wir uns mal einen kleinen Überblick. Ich will mir doch nur einen Überblick verschaffen. Du kannst ja doch echt nicht nach unten gucken oder so. Hier fehlt noch eine Kackvase. Eine beschissene Kackvase fehlt noch. Wo könnte die sein? Hallo, kleine Vase, wo bist du? Ein Zauberspruch habe ich aus dem Buch. Mit dem mache ich dich schnell kaputt. Also komm zu mir und mach putt, putt, putt. Oh, komm schon! Das war's. Ich sollte jetzt Madame Twiddle davon erzählen. Contringo! Kann ich hier auch... Contringo! Nee. Ich konnte hier nicht mich durchbrennen. Oh, Kampfarena. Oh, geil. Darauf hab ich Bock. What the heck? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Bin noch nicht bereit. Arena der Südküste. So eine gute das Idee war. Sicher bis London gespürt. Ach Quatsch. Mir geht's gut. Warte mal, ich will mal gucken. Heidewitzka! Au.
in Händen. Akio! Gefängnis! Grazio! In Händen! Akio! Grazio! Gefängnis! In Händen! Au. Übel. Noch, würde ich sagen. Au. Du kannst übertreiben. Zu wenig Damage gefühlt. Gut, Welle 1. Entspann dich, mein großer Freund. Incendio!
Alter. Habe ich jetzt meine 2 Punkte verbraucht? Die wollte ich eigentlich für was anderes nehmen. Max, ach hier, bleib hier. Dreadlock, das nur sehen könnte. Komm, trink! Lass dir! Komm, trink! Protego! Ach hier! Lass dir! Und gefing! Ach hier! Komm, trink! Lass hier! Komm, trink! Lass hier! Protego, gefing! Ach hier! Ja, natürlich, klar. Ein bisschen übertrieben finde ich schon. Oh Mann. Diese Kröten, der Wichser da oben. Holy moly. Komm schon. Oh, leck mich doch an den Boden. Darf ich mich auch mal bewegen? Och, leck mich doch am Bodensack, ey. Machbar? Komm,
Lazio! Contrinto! Du wärst schön, dass du mal vorbei kommst. Lazio! Contrinto! Das erklärt den Gestank. Das war erbärmlich. Lazio! Lazio! Komm, trink! Wenig beeindruckt! Geh hin! Komm, trink! Kommt niemand an! Alter! Oh, damit beende ich mal. Die Dinger sind echt übel. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!